So, herzlich willkommen jetzt wieder zum nächsten Player Review und heute gibt es Team of the Season Bellarabi. Wir sind immer noch auf dem Account von Adam vom Food Attack Road. Diesmal vergesse ich den Link nicht in der Beschreibung, also da mal auf jeden Fall vorbeigucken und vielleicht nochmal Danke sagen. Aber Bellarabi hat ein 83er Overrating, 94 Tempo, 87 Dribbling, 78 Schuss, 77 Passen und 68 Physics. Mittelgering Arbeitsraten, 3 Stimmige Food Force, das geht. Hat in meinen 4 Spielen 7 Tore erzielt und eine Torvorlage gegeben. Wir sind schon bei den Ingame-Sets, die sind ziemlich geil. Oh, wir springen aber gleich mal dazu, was Bellarabi denn noch wirklich auf dem Platz leistet, denn ich muss mich ein bisschen beeilen, ich will am Ende noch eine kleine Ansprache halten, deswegen jetzt immer schnell. Erstmal zum Tempo, ist natürlich mit 94 extrem geil, er ist übertrieben fix und man sieht es gleich, man versteht, warum er das schnellste Bundesliga-Tor der abgelaufenen Saison geschossen hat, denn manchmal so einfach mal den Ball geben am Anstoß und er läuft und läuft und läuft, allen vorbei noch ein paar Skills machen und zack, einfach phänomenal in die lange Ecke gezogen und da schießt er mal locker ein Tor. Sind wir gleich beim nächsten Punkt, der Abschluss ist auch wirklich solide. Sehr, sehr sicher, muss ich sagen. Hat mich überrascht. Er hat nur 73 Finishing in den Ingame-Sets. Aber es wirkt schon deutlich besser. Vor allem mit seinem Weakfoot, der eigentlich nur 3 Sterne hat. Aber mit seinem linken kann er wirklich im 16er auch gut mal abschließen. Vor allem, wenn man meistens mit ihm reinziehen muss und dann der Ball halt auf dem linken Fuß liegt. Aber das ist kein Problem, denn sein Weakfoot ist schon besser, als ich gedacht habe. Longshots sind solide. Hat eigentlich ziemlich geile Longshot-Werte mit 83 Fernschüsse und 88 Schusskraft. Habe leider keinen getroffen, noch keinen gefährlichen. Kann aber auch momentan an mir liegen, denn ich treffe überhaupt gar keine Longshots mehr. Das könnt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr noch irgendwie gut in Longshots seid, denn nach meiner kleinen FIFA-Pause kriege ich das so gefühlt gar nicht mehr hin. Ballkontrolle ist bei ihm richtig, richtig geil. Er kann die Forster-Skills, sie hat perfekt aus dem. Also Ballführung ist super, Ballkontrolle und dazu ist er noch sehr, sehr beweglich. Also das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr stark bei ihm. Und dazu ist er, muss ich sagen, gar nicht mal so schwach, wie ich auch erwartet hatte. Er hat 69 Stärke, aber kann sich schon auf jeden Fall durch seine geile Ballbehandlung auch des Öfteren mal den Ball sichern und halten. Das ist schon wirklich angenehm. Und ja, deswegen ist es auch nicht mal so schlimm. Falls man mal einen Skill verkackt, siehst du, hier pumpt er sich auch hin und wieder mal einfach durch und schließt dann ganz geil ab. Negative Punkte bei ihm, muss ich sagen, ist einerseits sein Passspiel. Das ist jetzt nicht wirklich schlecht, aber ich habe mir da wirklich ein bisschen was Besseres erhofft, muss ich sagen. So wirklich der geile Flankengeber und Passgeber ist er für die Leute in der Zentrale nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt es deutlich bessere, wahrscheinlich auf dem rechten Flügel in der Bundesliga beispielsweise. Ein Verfun finde ich da deutlich besser. Aber für mich sollte das Bellarabi nicht machen, sollte er so der Torjäger sein. Und das konnte er, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und sein Positionsspiel ist nicht ideal, sage ich mal. Hat zwar Medium-Low-Arbeitsraten. Und ein solides Positionsspiel mit 83, aber insgesamt muss ich sagen, war es nicht berauschend. Es war okay, aber es gab da auch wiederum deutlich bessere auf dem rechten Flügel auch in der Bundesliga. Deswegen da erstmal ein negativer Punkt. Insgesamt reicht es dann doch für eine 8,9, weil die beiden negativen Punkte nicht wirklich negativ sind, sondern eher so semi-negativ, sag ich mal. Und ich muss sagen, hat mir gefallen. Ist auf der rechten Seite auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative. Beispielsweise, wenn man einen Torjäger haben will, zu Robben. Und ich meine, 70k für den Team of the Season ist auch wirklich, wirklich relativ günstig. Vor allem wahrscheinlich kriegt man den auch für 40k oder so auf der Xbox. Aber jetzt mal schnell zu meiner Ansprache. Ich wollte mich bedanken bei 5000 Abonnenten. Finde ich ziemlich geil von euch. Wird auch hier noch ein Abo-Special geben. Dazu aber in einem anderen erneuten Video mehr. Und ja, darauf könnt ihr euch freuen. Ich bedanke mich nochmal bei euch, sage noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Bellarabi fandet, falls ihr ihn gespielt habt. Und dann sage ich vorübergehend zumindest ciao.